Maple Valley, sehr geil. Playseed habe ich ein... wie heißt der? Playseed... Boah. Also es ist ein Vollschalensitz in Alcantara. Ich glaube Evolution heißt der. Playseed Evolution. Ach, True Force. Kein Direct Drive. Stimmt. Direct Drive hat eine größere Version. Aber das True Force muss ja auch sehr cool sein, wird aber nicht von vielen Spielen unterstützt, ne? Ich glaube, Forza unterstützt das nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht mittlerweile, aber am Anfang noch nicht. Ja, so geil. Im Rennsitzer zu fahren, das macht so einen Spaß. So, hier machen wir auch wieder automatisch. Das ist richtig geil. Und deswegen ärgere ich mich so, dass das heute nicht geklappt hat. Ich habe alles eingerichtet, alles fertig gemacht. Und es geht schon seit ein paar Wochen so. Wenn ich dann starten will, dann ist irgendwas. Irgendwas ist. Entweder schmiert OBS ab oder ich habe einen riesen Lag. Oder jetzt heute, das Bild flackert von der Xbox. Wahrscheinlich so ein altes HDMI-Kabel wieder kaputt. Da muss ich dann wieder neue bestellen. Horizon 5 und Forza Motorsport 8 jeden Tag. Sehr, sehr geil. Das habe ich auch über viele Jahre, habe ich jeden Tag das Zeug gezockt. Mit Helm, ja? Hehe. Sehr geil. Ja, Zeus, gute Frage. Was ist denn diesen Sonntag dran? Also ich kann ja schon mal sagen, dass ich später komme. Na, ich habe meinen Sohn am Wochenende, den fahre ich dann noch nach Hause am Sonntag. Also ich denke mal... 18, 19 Uhr sowas wird das wahrscheinlich werden, bis ich online komme. Aber was wir spielen, müssen wir mal gucken. Keine Ahnung. Vielleicht Fortnite, vielleicht Back 4 Blood. Vielleicht ein bisschen Forza Multiplayer. Ich weiß noch nicht. Also, Famris, das weißt du noch nicht. Jeden Sonntag mache ich so Community-Stream. Da machen wir einfach irgendwas Multiplayer-mäßig, wo wir dann zusammen spielen können. Ist immer lustig, macht eine schöne Zeit. Müssen wir mal schauen, was wir dann diese Woche machen. 4 war echt geil. 4 war echt geil, da gebe ich dir recht. Du hast alles von Red Bull bekommen. Gesponsert bekommen, oder was? Das ist ja krass. Ich will auch gesponsert werden. Alles klar, Zeus. Hau rein. Bis spätestens Sonntag. Man wird im Discord schreiben. Ehrlich, ja? Gesponsert bekommen. So gut. Oh hier. Ja, guck ich mir an, wenn ich hier offline bin. Das gucke ich mir gerne an. Der Welt, die über eine Brücke und eine Unterführung verfügt. Halte deine Geschwindigkeit in beiden Bereichen hoch. Geile Strecke. Eine lange Sache, ja. Cool. Sehr cool. Na, das freut mich, solche Bekanntschaften zu machen. Oder? Das Downhill Mountainbike. Vorsicht. So. '98 bis 2005. Okay. Sehr geil. Das ist ja cool. Das ist echt cool. Wow, 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 wow.
Profi? Das ist, ey, Hammer. Und dann verirrst du dich zu mir, zu so einem kleinen Licht auf diesem großen Twitch. Sau gut. Das finde ich toll. Das finde ich toll. Oh, oh, oh. Ah. Nein! Kaputt. Oh, was jetzt los? Was jetzt los? Verdammt. Doch, ich bin noch klein. Also ich habe die Zuschauerzahlen aus, aber im Normalfall unter 10 Zuschauer, also noch ziemlich am Anfang, sage ich mal. Was heißt am Anfang? Nächsten Monat mache ich das schon 2 Jahre. Und ja, im Januar erstmal den Affiliate erreicht. Was eigentlich ein ziemlich kleines Ziel ist für Normalsterbliche. Aber bei mir hat es schon ein bisschen länger gedauert. Ja, auch halt immer wieder, wie ich ja gesagt habe vorhin, psychische Probleme gehabt und dann lange Pause gemacht und dann waren die ganzen Zuschauer wieder weg und so weiter und so fort. Also ich habe quasi, auch wenn der Kanal jetzt schon 2 Jahre alt ist, habe ich 3 Anläufe gebraucht, um das so hinzubekommen, dass es mich nicht belastet. Deswegen auch nur 3 Streams die Woche zum Beispiel. Dass es nicht mein ganzes Privatleben einnimmt. Ja, das stimmt, mach dich niemals klein, da hast du recht. Da hast du recht. Also ich selbst mache mich auch nicht klein tatsächlich. Aber der Kanal ist noch sehr klein. Ne, das ist ja, so ein Anfangsstadium, sage ich mal. Aber gut. Ich mache mir da keine Sorgen oder so. Genau, Hauptsache es macht mir Spaß. Und das tut's. Das tut's. Weil manchmal sitze ich auch einfach nur vor der Kamera und quatsch mit den Leuten. Ne, wenn irgendwie was auf der Seele brennt oder mal einen schlechten Tag gehabt habe oder so. Dann sitzen wir hier zusammen und quatschen einfach, ne, reden ein bisschen. Dann wird gar nicht gespielt. Oder noch mal kurz gespielt dann am Ende. Also das ist schon toll. Das ist ein sehr schönes Hobby, was dann jetzt halt auch zum Kleingewerbe wird. Ja, genau. Alles andere kommt, wenn es sein soll. Das ist einfach so. Deswegen habe ich mir auch keinen Stress gemacht. Am Anfang natürlich, ich wollte, dass das alles gut aussieht. Ne? Eine ordentliche Kamera, ein ordentliches Overlay. Der Sound sollte ordentlich sein. Und mehr wollte ich gar nicht. Ja, und dann ist das so gewachsen. Mittlerweile halt YouTube-Kanal, Discord, Facebook, Instagram, alles Mögliche. Ein Merch-Shop, ne, wo Klamotten zu kaufen gibt, Kaffeetassen, Sticker. Es hat sich einfach so entwickelt, ohne Stress. Ohne Stress, nach und nach. Und ja, ich bin jetzt seit 11. Januar, bin ich Affiliate. Ich habe noch keine Emotes gemacht oder sonstige Belohnungen, wenn man abonniert. Weil ich mir damit im Moment keinen Stress machen kann. Ne, das kommt dann auch irgendwann nach und nach, wo ich dann solche Sachen hinzufüge, wie
tolle Emotes oder sonst wie irgendwas und Rabatt im Shop und so. Aber im Moment noch nicht. Ja, ist ein sehr gutes Ventil. Absolut. Absolut. Ich habe angefangen mit dem Twitch-Kanal während meinem Burnout. Weil ich dann nur noch auf der Couch gesessen habe und wollte nichts mehr machen. Mir war alles egal. Und dann war das hier so meine kleine Aufgabe, ne, den Kanal aufzubauen und YouTube aufzubauen. Und dann wächst man da so rein und dann wird aus Arbeit, die man am Anfang natürlich hat, wird dann richtig Spaß und Ablenkung und ja, ein schöner Ausgleich zu dem stressigen Arbeitstag. Das ist richtig cool. Hoppala. Oh, ich habe einen neuen YouTube-Sub. Also Follower. Vielen Dank. Vielen Dank. Hoppala. Dass da gar kein Alert gekommen ist. Aber da kommt bestimmt gleich. Weil die Alerts habe ich ja verknüpft von YouTube. Oder du bist inkognito. Dann sehe ich das nicht. Dann sehe ich das nicht. Ja. Und wenn ich so bedenke, so die allerersten Videos, wo ich aufgenommen habe für YouTube. So schlecht. Am Anfang ohne Kamera, ohne Mikrofon. Dann habe ich irgendwann The Fast and the Furious, das Spiel, gezockt und habe dann das erste Mal ein Mikrofon gehabt und habe dann einfach nur komisches Zeug geredet, so ganz kurz zwischendrin. Ja, und dann wächst man halt so rein, ne? Dann war man so nervös mit der ersten Kamera. Das war schon cool, coole Zeit. Ja, definitiv. Und das war das dann halt. Ich habe am Anfang habe ich ein halbes Jahr lang dann einfach nur YouTube-Videos aufgenommen, ohne wirklich zu streamen. Ne? Also kam auch vor, aber hauptsächlich YouTube. Ohne Zuschauer. Ne? Da war halt nichts. Und das war dann, also wenn ich mir das angeguckt habe, habe ich dann selbst gemerkt, das ist ziemlich langweilig. Ne, kaum geredet, auf das Spiel konzentriert und so. Das war dann natürlich, jo. Aber wie das halt so ist am Anfang. Man schämt sich ja so ein bisschen, ne? Also man ist es ja nicht gewohnt. Ja, und dann habe ich das ein halbes Jahr gemacht und dann habe dann gleich mal eine Pause gemacht, weil mich das dann alles so ein bisschen belastet hat. Und dann, wo ich zurückgekommen bin, habe ich mich dann mehr auf Twitch fokussiert. Weil das hat dann noch mehr Spaß gemacht. Auf einmal hatte ich fast 800 Follower. Das ging sehr, sehr schnell. Und dann habe ich natürlich Blut geleckt. Ne? Dann habe ich mich darauf konzentriert. Mittlerweile sind es unter 600 Follower. Ist halt so, ne? Aber ich mag das hier. Ich bin sehr begeistert. Das macht richtig Spaß. Ja, vor allem mit den Leuten im Chat zu quatschen. Ja, das ist richtig toll. Das macht Spaß. Und wie ich in den ganzen Therapien, ne, durch meine Depressionen und Burnout gelernt habe, offen und ehrlich sein. Das ist so wichtig. Ne, warum soll ich mich verstecken, nur weil ich Depressionen habe oder so? Oder soll das nicht ansprechen? Hey, da
da kann jemand von profitieren, wenn man darüber spricht. Das ist doch toll. Von daher. Ich bin ein offenes Buch mittlerweile. Ja, offen und ehrlich sollte man immer sein. Definitiv. Aber es gibt halt auch so Kapitel im Leben, die will man jetzt nicht unbedingt den Leuten erzählen. Und dann redet man so ein bisschen drumrum. Was ja vollkommen legitim ist, ne? Aber auch das mittlerweile. Ich kann über alles reden. Und es tut mir auch gut, über alles zu reden. Nichts in sich reinzufressen und so. Wenn man halt mal schwierige Zeiten gehabt hat, kann man doch drüber reden, ist doch kein Problem. Ist absolut kein Problem. Ja, alles müssen sie nicht wissen, da hast du recht. Da hast du recht. Aber gerade so Sachen, die einen belasten, ne, die Psyche ankratzen. Warum soll man das in sich reinfressen? Ne, man kann doch mit der Community drüber quatschen. Wir sind ja wie eine kleine Familie, weißt du? Ne, wir quatschen dann auch über Discord, wenn ich dann gerade offline bin. Kannst du auch gerne reinkommen in den Channel. Ja, da haben wir so einen Kanal gemacht, wo wir einfach nur ein bisschen quatschen. Da gibt es einen Kanal, wo man lustige Bilder hochschicken kann. Und so weiter und so weiter. Einfach so ein Chatroom, der immer offen ist. Wo man immer jemanden zum Quatschen hat oder zum Spaß machen hat. Das ist schon cool. Ja, das ist toll. Absolut. Na, aktuell habe ich ein bisschen viel um die Ohren. Was mich so ein bisschen abschottet von Freunden und Bekannten und Familie. Aber das ist es halt eine Phase. Ne? Mir geht es halt gerade sehr, sehr gut. Und das tut mir nicht gut, irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Ich habe jetzt ungefähr ein Jahr lang so eine Sozialphobie gehabt. Ich konnte nicht vor die Tür gehen. Nicht einkaufen, nichts. Und das ist weg. Das konnte geheilt werden in der Therapie. Und jetzt bin ich halt viel unterwegs, sehr viel. Und habe gar keine Zeit mehr für meine Freunde und so. Das ist halt sehr schade. Und leider haben die halt auch nicht das Verständnis dafür. Aber ja, das geht jetzt wieder rum. Und dann findet man die Balance dazwischen. Das ist einfach so. Und dann kann man nur hoffen, dass sie das dann verstehen. Dass ich das einfach mal gebraucht habe. Und dass dann wieder alles so ist wie vorher. Ja, es ist hart. Spazieren im Wald ist so geil. Das ist das absolut Beste, was man machen kann. Die Japaner sind das, glaube ich. Die machen das schon immer. Die nennen das Waldbaden. Und es ist sogar wie so ein Pflichttag in der Woche, wo die in den Wald gehen müssen. Einfach um abzuschalten, um der Natur wieder näher zu kommen und so. Das ist so geil. Ich war jetzt bis 20. Dezember, war ich in Reha und bin dann auch jeden Tag bin ich in den Wald spazieren gegangen, weil es einfach so gut tut. Das ist perfekt.
Ja, genau. Man fühlt sich sofort verbunden mit der Natur. Und auch dieses, die Achtsamkeit zu üben. Einfach mal im Wald stehen bleiben und mal zuhören, was da passiert. Ne, wie die Blätter im Wind rauschen, wo vielleicht ein kleines Tier da rumhuscht oder sonst wie irgendwas. Einfach mal zuhören, was die Natur so macht. Das ist so gut. So wichtig. Man verlernt das ja einfach. Als Kinder, ne, war das normal. Ne, das war super. Aber wenn man erwachsen wird, ne, es fängt ja mit der Schule schon an, dann hat man Besseres zu tun, als danach noch in den Wald zu gehen. Ja, und dann wird man erwachsen, man geht arbeiten, einkaufen, essen, Couch, schlafen. Man hat ja gar keine Zeit mehr. Man vergisst das alles. Und das muss man wieder lernen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Mach das auf jeden Fall. Mach das auf jeden Fall. Deinen Kindern das beibringen. Das ist so wichtig. Sonst verblödet man irgendwann. Immer nur YouTube, TikTok, was weiß ich. Man wird bekloppt. Man wird bekloppt. Soziale Medien machen einen dumm. Und das ist scheiße. Ja. Die Handys haben alles zerstört. Das war der Anfang vom Ende. Diese scheiß Handys. Ich hab, ich weiß gar nicht, also ich habe ganz, ganz spät angefangen mit Facebook zum Beispiel. Und habe das dann auch, ich meine, das war 2020, habe ich alle Social Media Dinger gelöscht, die ich gehabt habe. Alles weg. Ich habe eine Ruhe gehabt, das war so gut, so gut. Aber jetzt halt durch Twitch und YouTube habe ich dann halt angefangen, dann wieder, jo, machst einen Twitter-Account und ein Facebook und TikTok hatte ich kurz, habe es dann gleich wieder gelöscht. Will ich nichts mit zu tun haben mit dem Rotz. Ja, aber Instagram und so ein Kram, die Homepage. Man muss ja irgendwie, ne, Präsenz zeigen. Hast du auch deleted, ja? Perfekt. Weg mit dem Zeug. Allein schon die Aufmerksamkeitsspanne. Man schafft es ja noch nicht mal mehr, einen Film zu gucken, weil das zu lang geht. Oder eine Serie, die eine Stunde geht. Das kannst du bei den meisten vergessen. Die haben so eine 8 Minuten, das ist schon viel, Aufmerksamkeitsspanne. Ne, die Leute, wo sich dann die ganzen Shorts angucken und die TikToks, wie lange gucken die? 5 Sekunden und dann das nächste. Das ist ein ganz schlimmes Thema, da rege ich mich so auf. Ja. Da rege ich mich wirklich so auf. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? Ich denke mal, wir sind im ähnlichen Alter. Ja, wenn du 99 Mountainbike gefahren bist und so. Ich schätze mal 33. 46, okay. Ich bin 44. Sind wir im gleichen Alter. So, und das. Erste Sache. Ja, natürlich. Natürlich. Auf Toilette mit Telefon. Essen mit Telefon. Fernseh gucken mit Telefon. Sag mal, wie dumm sind die Leute? Wie, Respekt. Ich bin 2 Jahre jünger wie du. Ja, dieses Jahr werde ich 45. Aber ich fühle mich nicht so. Ich habe mich eine Zeit lang wie 50 oder 60 gefühlt. Aber im Grunde bin ich im Kopf schon immer viel jünger, ne? Also jung geblieben einfach. Und das habe ich wieder gewonnen, ne? Seit einem halben Jahr vielleicht. Ich bin wieder da. Mein Kopf ist wieder frei. Sehr, sehr froh, dass sich das so entwickelt hat. Aber man ist halt eingerostet, ne? Man ist nicht mehr so aktiv wie früher. Das hätte ich auch gerne wieder. Aber ja. Vielleicht kommt das ja jetzt, wo es warm wird.
im Frühling, dass ich dann wieder laufen gehe. Ne? Zwei Straßen weiter ist ein Stadion. Da war ich letztes Jahr gerne laufen. Einfach so ein-, zweimal die Woche. Hoppala. Um ein bisschen Bewegung zu haben, ein bisschen fit zu werden. Aber im Winter hatte ich da jetzt keine Lust drauf. Da habe ich auch keine Energie. Also im Winter habe ich starke Depressionen. Das ist im Frühling, Sommer, Herbst ist das nicht so. Ja, im Herbst vielleicht. Aber wenn Sonne da ist und es warm ist, dann geht es mir so viel besser. Und ich glaube, so geht es eigentlich jedem. Nur bei dem einen halt mehr, bei dem anderen etwas weniger. Und bei mir ist das so. Sonne ist Energie für mich. Und dann kann ich mich wieder bewegen. Ganz, ganz wichtig für mich. Allein schon, wenn es den ganzen Tag regnet, ne, wenn es so dunkel ist und es halt regnet, ich werde nicht wach. Ich fühle mich den ganzen Tag wie 6 Uhr morgens. Das schaffe ich nicht. Null Energie. Was auf der Arbeit dann sehr, sehr schwierig ist vor allem, ne? Da musst du ja Energie haben und musst klar denken können und vorausplanen und so weiter. Da ist es dann schwer. Da ist es dann wirklich schwer. Wow. Vierte. Wow, wow, wow. Komm, das werden wir doch schaffen. Die sind nicht schlecht, die drei da vorne. Eieieiei. Runde 2 von 4. Vorsichtig. Okay, dritter Platz. Wow, 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 wow. Jawohl, dann vorbei. Zweiter Platz. Erster Platz. Jetzt nur noch halten. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hab's verbockt. Verdammt, verdammt. Und dann hat es noch nicht mal geklappt, was ich gerade gedrückt habe. Nein. Okay. Dann nochmal auf Angriff. Dich kriege ich, dich kriege ich. Ich höre ihn noch. Okay, weg ist er. Wow. Komm. Dich müssen wir noch kriegen.
Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr geil. Letzte Runde. Oh, 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 wow, wow, wow. Eine noch. Los, ein starkes Finish. Da habe ich es gerade fast verbockt. Bloß vorsichtig sein. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Dürfen wir es hier nicht verbocken. Das passiert mir ja auch gerne mal. Ja, aber geht. Guck mal, sogar die Zeit verbessert. Oh, wow, 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 wow. Alter, nein. Oh Gott. Jetzt habe ich fast einen Herzinfarkt. Nicht. Oh nein! 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 Fahr! Oh, nee, ne? Scheiße, scheiße. Fünfter! Weil ich in der letzten Kurve da ausgerutscht bin. P5. Nee, nicht super. Kacke. Ah! Ja. Ich glaube, ich fahre nochmal. Ja, war knapp, ne? Hab's fast geschafft. Fast geschafft. Ja, da habe ich schon immer Probleme mit. Schon immer. Warte mal. Wie stehe ich in der Gesamtwertung? Auf den dritten zurückgefallen. Aber nur 3 Punkte Unterschied. Ja, komm, das lassen wir so. Machen wir es ein bisschen spannend. Heieiei. Siehst du gar keine Werbung? Eigentlich müsste Werbung laufen. Ne? Adblocker. So, Werbung endet in 20 Sekunden. So. Wie viel Uhr haben wir? 21 Uhr. Dann machen wir noch eine Strecke.